Zielobjekt beschützt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Vanguard. Jo, neue Map, neue Waffe. Mal ein bisschen die Snipers testen. Oh, das Ding hat sich gelohnt. Boing! Okay. Oh. Ist doch vielleicht ein bisschen größer hier die Map, ne? Die zittert aber auch ordentlich. Naja, klar, sind halt keine Aufsätze drauf, kein gar nichts. Wieso nehmen wir nicht zählen, wenn wir hier hinten spawnen? Fragen über Fragen. Wir halten Charlie. Ah ja. Anvisierzeit ist auch so eine Sache, ne? Aber wir haben ja gelernt, dass es sehr, sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten gibt für die Waffen. Und irgendwann halt auch mal anfangen mit dem Snipen, ne? Zumindest mal getestet haben das Ganze. Ja, erstmal gerade werden. Ist jetzt vielleicht von da oder wie? Nein, okay. Auf jeden Fall viel, viel defensiver spielen. Oh. Nice! War jetzt mit extrem viel Glück. Also grob in die Richtung gehalten, wo ich den Namen gelesen habe und klack. Das war gezielt und getroffen. Okay. Sieht gut für uns aus. Nicht nachlassen. Man muss halt auch immer so ein bisschen die Laufwege halt noch kennen, ne? Das ist gerade was das Frostscopen betrifft, enorm wichtig. Aber ich glaube, die ist hier so. Das ist hier so eine Map, wo man echt ein bisschen snappen kann. Oh, da kann man drauf, okay. Oh, nur angehettet, Mist. Ah, da war halt noch so ein bisschen hinter der Deckung, ne? Der SIS, weiß man nicht so genau. Wollen hier irgendwie lang? Nee. Da kommt man lang. Leider nur angehettet. Okay. Das hat viel zu lange gedauert, das Anvisieren. Guck mal, hier so am Rand lang. Warum nicht? Warum? Oh. Wieder noch umgehittet. Ah, jetzt kommt da von da auch nochmal einer. Aber solange wie ich Hits lande, treffe ich die Gegner, ja? Das ist ja schon mal viel wert. Ex. Ich glaube, hier kann man halt auch kommen, ne? Schöner Quickscope. Damit der erste im Spiel. Kleines Rundfunkvisier hier, oder wie? Für die Waffe. Nein! Der war richtig geil. Kommt er nochmal? Nein. Erstmal nicht. Oh, das Luftanhalten hört sich aber auch geil an. Nicht. Was? Nee. Hat irgendwie nicht viel gebracht. Nicht so wirklich, ne? Ah, coole Map. Ich mag das. Abwechslung, dass man so ein bisschen kleine Map hat, ein bisschen größere. Das gefällt mir richtig gut. Wir verlieren vier Baker. Baker ist verloren. Ist er da noch? Ne. Das war zu hoch gezielt. Ah, schade. Wegrennen hat dann auch nicht mehr geklappt. Was, wie, wo, wann? Okay, wir laufen hier. Achtung, feindliche Gleitbombe im Anflug. Wo? Ist da aber einer? Ah, die Anvisierzeit ist halt ohne Aufsätze noch so eine Sache, ne? Jetzt mal weg. Da waren jetzt auch mehr wie nur ein Ziel. Das ist dann nicht ganz so geil. Ich mal kurz vorgelootet und gleich wieder angehittet. Fühlt sich auch nicht so sehr geil, ne? Okay, jetzt mal gehen weiter. Gehen weiter, gehen weiter, gehen weiter. Von links, von rechts, von überall. Nice.
Das Ding macht auf jeden Fall ein bisschen Damage, ne? Jetzt könnte da weiter was kommen, genau. Nachladen dauert halt aber auch ewig bei dem Teil. Aber schon mal keine Vollkatastrophe, die Waffe, ich finde. Scope ist auch okay. Na klar, anvisiert zur Stabilisierung und sowas. Aber wo soll die auch herkommen ohne Aufsätze? Weil wo soll die herkommen, wenn man sie nicht spielt und in die Aufsätze freischaltet? Man kann ja schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es fast ausschließlich zu Beginn des Spiels natürlich nur kleine Maps gibt. Und kleine Maps und Snipen. Also ein Snapper-Gewehr braucht auf jeden Fall die Vollmann-Überschosse. Das ist ja wohl eindeutig. Also mal, kletterst du jetzt hier mal rüber? Stell dir nicht so an. Hä? Nicht mal gesehen. Man hier irgendwie hoch? Ja. Wir sind bei Baker verschanzt. Da irgendwie lang, Ziefer. Oh. Auf dem Luft, wir sehen alle. Die Runde ist verstopft. Macht mir den Sack zu. Dauert echt ein bisschen lange, bis die nächste Kugel im Lauf ist. Das ist ein Teammate. Die laufen da gerade. Alliierter Abwurf unterwegs. Na gut, da lang ist irgendwie nicht ganz so geil. Okay. Oh, wieder lang. Oh, da könnte was kommen. Hätte nur angehört, ne? Schöner Black Scope. Aber, ich glaube jetzt so ganz schlecht fürs erste Mal Snipen, für meine Verhältnisse zumindest. Kann man machen, kann man machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Waffe, die man überhaupt so nehmen kann, die erste. Und schon gar nicht ohne Aufsätze, wie gesagt, aber muss man gucken. Das war geil. Das ist schon eine dafür. Das sieht geil aus. Finde ich gut. Hat was. Das finde ich gut. So. Ich höre mal jetzt hier oben mal irgendwie weiter. Dauert doch halt immer ein bisschen, oder? Hallo. Nicht, dass das Spiel wieder bekackt ist. Nee, sieht noch ganz gut aus. So. Nochmal hier so ein bisschen endlich überspringen. Roboter war jetzt eine MP, glaube ich, ne? Das muss auch alles getestet werden. Das kann man, glaube ich, mit Enter? Ne, kommst du auch nur in den Chat rein. Muss man also auf zurückgehen, okay. Wie sieht's denn hier aus? 9.11, naja, gut. Ist nicht so schlecht. So, wir können... Das auf gar keinen Fall. Langsamer angelegt haben, das Ding geht gar nicht. Das einzige, ne? Kleines Rotpunktvisier? Nee. Nee. Das kann schon so bleiben. Und den gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier so Schönes? 8 vs 8. Ah, kriegen wir schnell eine Runde zusammen, oder was? Das Haus? Oh, das klingt nach einer kleinen Map. So, wir können ja mal hier... MPs... Ah, die Roboter war dann eine Sturmgewehrgeschichte. Das muss ich auch noch alles ausprobieren. Ja, die STG war in WW2 auch schon ganz cool. Ah, Sturmgewehr, oh, Roboter. Sagt mir gar nichts, das Ding. Dieses Sturmgewehr bleibt an hoher Präzision und schwachen Rückstoß auf größere Distanz und treffsicher. Klingt ja erstmal ganz gut, aber wenn die Kugeln keinen Schaden machen, ist dann auch scheiße, ne? Na komm. Hier wollen wir hinaus so ein bisschen snipern. Herrschaft! Grabt euch ein und haltet das Ziel. Ah, das ist doch hier die Map aus der. Charlie wird mir sicher. Die nehmen Baker ein. Oder ich habe die Map gespielt gehabt beim Hochleveln des. Bis zum Klassenlieder. Genau.
schnell kommen, aber hier... Ach, scheiß drauf, wisst ihr was? Wir bleiben einfach dabei. Genau, halt, stopp, wir bleiben beim Snipergewehr. Das muss doch funktionieren, sagte er und wird kein Kill machen. Aber so lernt man es doch ganz gut, würde ich sagen. Wollen das Quickscopen oder generell das Snipen auf kurze Distanz, was ja noch nie eine Stärke von mir war. Aber kick dir da dann! La! Wie geil ist das denn? Das macht doch richtig Laune, sowas. Und jetzt ist es mir schon wieder völlig egal, wie oft ich verrecke. Das ist so eine geile Snipes. Das ist aber richtig was los hier, ne? Lass uns hier auch mal so ein Ding rüberwerfen. Mitte da irgendwo, ne? Was? Kommt da vielleicht noch mal einer? Ja, aber trotzdem daneben geschossen. Das war gut. Baker gehört uns. Wir sind im Vorteil. Okay, ja, na gut, die eine Pumpe machst du natürlich nichts auf der Distanz, ne? Vorratspaket auf dem Weg zu euch. Ach, von da kann man auch noch kommen. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich noch so vieles nicht weiß hier, ne? Ja, da, ach, schon die K, okay. Ich hab da jetzt nicht wirklich was gesehen. Aber das hat jetzt auch nicht so sehr viel zu heißen, ne? Able wird abgeriegelt. Boah, das ist aber auch langsam angelegt, das Ding, ey. Wollen der nächste Schuss, bis der drin ist, ne? Das dauert. So, jetzt haben wir zumindest das Ding erstmal wieder gesäubert. Oh, aber immerhin getroffen. Ja, ja, gut. Was willst du da machen? Nice. Oh, sowas fühlt sich immer so gut an. Das war Teammate. Feindliche Gleitbombe auf dem Weg zu uns. Ah, so eine Snipes machen mega Laune, ey. Jetzt mal schön die Luft anhalten. Keiner. Lol. Ah, das macht Bock. Das macht echt Bock. Auf jeden Fall. Und wenn man es dann auch noch richtig gut könnte. Könnte man auch auf kleinen Maps echt snipen, ne? Na ja, klar, wenn man es kann, dann kann man es, aber. Ich glaube, ich weiß, was ich meine. Ich meine davon sowas. Macht so übertrieben Bock. Aber so gar nicht. Da hinten rumkämmt. Komm, gib mir Leben. Ich stehe da immer noch. Hier nur angehört. Feindliche Kriegsmaschine unterwegs. Alliierte schicken euch Vorräte. Nice, Alter. Nice. Oh, ist das geil. Ah, es macht so Bock, Alter. Es macht so Bock. Ja, wenn das Ding dann auch noch mit Aufsätzen versehen ist, ne? Und ein bisschen schneller angelegt ist, jetzt hier drauf, Baby. Haut da hier die übelsten Kills raus. So, mal gucken, wie das hier so funktioniert, nuckeln tut. Ich selber gekillt, ne? Nein. Oh, ich mach ziemlich schon. Alter, macht das Bock hier die Runde. Auch mein erstes Blutrünstig. Und das beim Sniper? Not bad! Warum dreh ich?
Hast du was getrunken oder was? Nicht schlecht. Lass mal ins Saufen. Oh, warum dreht sich hier alles? Ja, ein bisschen doll in die Ecke gedrängt hier, ne? Feindliche Hunde in der Zone! Feindliche Bombe im Anflug! Oh mein Gott, bleib dran! Feind hat eine Kriegsmaschine geschickt! Kriegsmaschine? Jetzt hier so ein MG-Ding? So ein MG-Mini-Ding? So ein Mini-MG? Wie heißt es? Ja. Die Miniguns! Jetzt hab ich's! Oder? Das Miniguns? Immer so gefühlt eine halbe Ewigkeit brauchen, bis sie losraddern. Ein Extrem, Alter, hallo. Das ist spawnt hier auf einmal. Ja, okay. Was ist hier los? Was ist denn das hier, ey? Nicht cool, nicht cool. Ach, jetzt hat er sich da in der Ecke gehockt oder was? Ne, das ist ja echt gehört. Hab ich denn wahrscheinlich gehört oder so, ne? Hab ich nicht gewartet. Ja, gut. Ne? Und so. Aber wie gesagt, mir ist das sowas von Wurz, wie meine AD aussieht. Solange wie ich hier so eine geilen Snipes hier manchmal raushauen, macht mir, wie gesagt, so viel mehr Spaß und ist mir viel, viel wichtiger als so eine blöde Statistik. Weil wenn man so die ersten Spielstunden überhaupt erst in dem Game hat und dann gleich anfängt mit HD und doll aufpassen und dann verliert man doch nur super schnell den Spielspaß, oder? Alter, was hat denn der Ding für eine Reichweite? Das ist auch interessant. Das ist auch interessant. Der nochmal? So was. Ah, genau, den haben wir natürlich nochmal. Ah, schade, bin ich schnell noch rumgekommen mit der Maus. Ey, das ist die. LOL! Das war leider nur ein Hit. Das war auch nur ein Hit. Das war ein Kill. Okay. Das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht gut an. Kleine verrückte Map irgendwie, ne? Feindliche Aufklärer in der Luft, Spione am Himmel. Man ja auch mal irgendwie ausländern? Nee, ne? Gar nicht. So, hallo. Tschö. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Auf Hunde schießen fühlt sich auch überhaupt nicht gut an. Kann man das mal wieder rausnehmen? Den Kirk. Was? Okay, der ist jetzt weg. Wieder nur an mit. Oh, hier muss unbedingt Vollmantelzeugs drauf. Jetzt mal nachher. Das ist eine sehr, sehr komische Runde. Ja, sehr, sehr komische Runde. Nee, das macht irgendwie dann keinen Spaß mehr. Dieses Spawn, Tod, Spawn, Tod, Spawn, Tod ist irgendwie kacke Arsch. Weil du siehst nicht mal irgendwann alles tot. Ah, ich glaube, so viele Tode hatte ich auch lange nicht mehr in einem COD. Oh, was sie da nur angehittet? Warum eigentlich? Warum eigentlich?
immer viele Hits auf einmal, ne? So viele Hits auf einmal. Oh ne, ganz, ganz übler Run, Mann. Aber gut, ich wollte ja auch hier unbedingt gleich. Ah, guck mal, wenigstens wieder einen Kill geholt. Aber waren da echt schöne Dinger bei? Und wer hier bestes Gameplay in Deutschland sehen will, ist hier definitiv hier am Platz. Aber ist auch gar nicht mein Anspruch. Echt viel Spaß haben, das Ganze ein bisschen teilen, wie gesagt. Das macht mir unglaublich viel Spaß, das aufnehmen. Auch das im Wald draußen, mein anderes großes Hobby. Und das Ganze denn mit den einen oder anderen teilen, der da auch vielleicht Bock hat, das zu sehen. Und schon reicht mir das. Macht mir das Spaß. Auch mit den kleinen Dingen mal im Leben zu verbringen. Okay. Sounds auch wieder sehr cool. Mhm. Ich springe die Minierung, sehr schön. Was machen wir denn da? Oh, 14 Headshots ist nicht schlecht. Komm. Ja, das ist schon nicht schlecht. So, wie geht's jetzt hier weiter? Dauert hier auch immer so ein kleines bisschen, ne? Abstimmung endet in. Achso, okay. Kann man das überspringen, ne? Punkteübersicht. Ah, guck mal, hier kann man dann. Ganz unten. Geil. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. So, komm, ich krieg mal rein hier. Ja. Also 42 Mal. Ja, gut, okay, auf Shipman sprach ich auch gerne mal 42 Mal, wenn die Runde eine Weile geht. Aber 17 Kills auf so einer kleinen Map im Sniper kommen, ohne Aufsätze. Zumal da war auch ein Blutritzig dabei, ne? Geht das Ganze wieder schön reden will, ne? So, jetzt müsste ich aber hier den einen oder anderen Aufsatz haben, ne? Präzision und Reichweite. Das klingt doch schon mal ganz gut. Visier ist eigentlich okay, ne? Ist ja, denn es gibt hier mal irgendwie so ein Visier. Minus 2 ZV-Geschwindigkeit. Nope. Was dann ein bisschen besser in der Zielzeit ist, ne? Bewegungstempo im Sprinten. Ja, das macht alles nicht wirklich Sinn. Präzision, ja, okay. Ah, ist jetzt noch nicht so extrem geil, ne? Hier oben kann man sich jetzt noch nicht wirklich angucken, was man da noch kriegt, ne? Muss man sich halt echt ein bisschen durchbeißen mit den Waffen. Also gerade mit dem Sniper. Und dann so ein bisschen Aufsätze freischalten, ne? Das Ding hat hier schon deutlich mehr Wumms, ne? Dafür halt deutlich langsamer. Aber noch langsamer nachgeladen. Das Ding ist auch schon langsam nachgeladen. Echtes Gewehr mit Geradschussverkehr. Was hat das? Also, oh, Geradschussverschluss. Treffer am gesamten Körper sind fast immer tödlich. Ach so, okay. Die musste halt den Oberkörper treffen und hier reicht es, wenn er einfach nur den Torso trifft. Mhm. Treffer am Oberkörper oder Kopf. Ach so, das steht ja denn hier auch nochmal. Was auch nochmal interessant zu wissen wäre, so was denn noch so für Aufsätze kommen. Ich glaube, bei BO4 gab es das doch, dass du einen doppelten Großkaliber oder sowas rauffahren konntest, dass du quasi nicht nur Headshots, One-Shots machst, sondern auch eine Station da tiefer sozusagen. Da tiefer? Okay. Dass dann quasi nicht nur der obere Oberkörper zählt, sondern halt auch der gesamte Torso-Bereich. Also Brustbereich. Warte mal hier. Explodiert beim Aufprall. Mhm. Ich würde ja ganz gern hier so eine Schockladung oder sowas haben wollen. Achso, habe ich hier. Dafür dann aber den. Na, ich will den Stim halt irgendwann. Ja. Das ist denn eh so eine Sache. Aber gut, haben wir auch ein bisschen Snipen ausprobiert. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Waren echt coole Dinger dabei. Viele, viele unnötige Kills. Aber ich glaube, das war die Runde. Ich glaube, mit einer anderen Waffe wäre das jetzt auch nicht so viel besser geworden. Also von daher, ich bin zufrieden. Und das reicht mir doch, oder? In dem Sinne, wa? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.